Ich frage mich ja immer wieder, ob wir einfach aktuell die unfähigste Politikerriege aller Zeiten haben oder... Hallo ihr Hübschen, herzlich willkommen hier auf eurem Lieblingskanal für 360 Gramm Roundhouse Kick in your face Unterhaltung. Heute widmen wir uns der Zerstörung der CDU, die Korruption-Spezialedition nicht von Rezo, nein, nein, sondern von unseren geschätzten Kollegen, Freunden und Kupferstechern, den Space Frogs. Also rein in den korrumpierten Aal. Das sind doch sogar Rezos YouTuber. Ja, stimmt, Rezos YouTuber, exakt. Sind wir das nicht alle irgendwie? Alle, ja. Ja. Sind wir das nicht alle irgendwie? So, kleiner Mann, dann buchstabieren wir mal Korruption. C, D, U. Richtig, 10 Punkte für Hufflepuff. Die Union zerstört sich selbst, weil gerade sehr viele Lobbyismusfälle aufgedeckt werden. Und weil es ziemlich schwierig ist, da durchzublicken, haben wir die mal für euch zusammengefasst. Und kleiner Disclaimer, wir sind weder Journalisten noch Rezo. Das heißt, ich bin froh, dass das Leute tun, muss ich direkt dazu sagen, denn ich habe auch schon die ein oder andere Übersicht gesehen. Man verliert da ja echt schnell den Überblick bei der CDU, bei den ganzen Lobbyismus-Skandalen da. Huiuiuiui. Ich muss tatsächlich sagen, ich frage mich manchmal, ob sie so ein bisschen gemein sind und wenn sie die Skripte durchgehen, dann achtet Steve darauf, dass Fabi, Rick, möglichst viele Wörter mit dem englischen R drin bekommt. Gemein. Let's go. Heißt nicht, dass wir uns nicht auf Quellen beziehen, sondern dass dies Satire ist und wir keinen Grund sehen, höflich zu sein. Aber fangen wir mal mit den altbekannten Fällen an. Ursula von der Leyen, sie wollte als Verteidigungsministerin... Ich übrigens sagen, dass sie sagen, sie sind keine Journalisten, sondern Satiriker. Max Uthoff hat da mal was Schönes zugesagt. Er meinte nämlich mal, wir müssen uns ab dem Zeitpunkt Gedanken machen, wo die Satire den Journalismus ersetzt. Ja. Das hat er in einem Interview mal gesagt und hat sich genau darauf bezogen. Spannend. Ja. Ministerin die Bundeswehr komplett umkrempelt, hat aber keinen Plan von irgendetwas und hat sich deshalb tausende von Beratern geholt und dafür über 100 Millionen Euro ausgegeben. Daraufhin war die Opposition so, what the fuck, und verlangte Aufklärung, aber... Na klar, lass mich doch mal kurz die Unterlagen raussuchen, dass sie da rein... Da ist Tinte draufgeklebt. Und vor allen Dingen, warum sieht der instant aus wie Claudia Roth? Er sieht aus wie eine Banane, Alter. Er sieht halt instant aus wie Claudia Roth, Alter. Das kann man ja gar nicht mehr lesen. Aber okay, ich habe ja noch mein Handy, da sind ja auch noch Daten drin. Das ist, oh hoppala, das ist mir runtergefallen. Moment. Ich glaube, die Daten sind weg. Da ist unser Pixel. Soweit ich weiß, wird deswegen gegen sie immer noch strafrechtlich. Ich habe gerade überlegt, ob das legit unser Google Pixel ist von oben. Aber ist es nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Ohne Scheiß, ist es das vielleicht? Keine Ahnung, oder? Ich hab's letzte Woche nicht gesehen. Nun, ich habe Fragen. Ich ermittelt, aber keine Angst, sie ist nicht mehr Verteidigungsministerin. Sie ist jetzt Präsidentin der EU-Kommission und hat damit buchstäblich einer der wichtigsten Posten Europas. Julia Klöckner. Hier möchten wir euch nur an ihr wundervolles Video erinnern, was offiziell vom Bundesministerium geteilt wurde. Hallo meine lieben Untertanen, ich wollte euch nur eben den Dude hier von Nestlé vorstellen. Ihr wisst schon, die Firma, die Wasser privatisiert und damit buchstäblich Menschen verdursten lässt. Ja, der hat ein Placement bei mir gebucht, um zu zeigen, dass die jetzt viel weniger Salz und Zucker in ihren Produkten drin haben, obwohl das gar nicht stimmt. Ja, ist leider keine Straftat, sondern nur verachtenswert und deshalb gab es auch keine Konsequenzen. Nein. Philipp Amthor. Amthor hat im Bundestag und bei seinen Parteifreunden für Augustus Intelligence geworben. Im Austausch dafür bekam er Reisen mit Luxusaufenthalten und Aktienoptionen. Ich muss mal ganz kurze Frage stellen, weil mir das die ganze Zeit im Hinterkopf kitzelt. Weiß jemand von euch noch, welcher amerikanische Präsident das war, der damals zu seiner Präsidentschaft die Erdnussfarm verkauft hat, die ihm $500 eingebracht hat jährlich, weil er Angst hatte, dass man ihm sonst Bestechlichkeit vorwerfen könnte? Welcher Präsident war denn das nochmal? Das ist so gut. Du meinst so ein guter? Ja. War das Nixon? Ich weiß es nicht. Jimmy Carter? Carter war es, Jimmy Carter, okay. Das ist super lustige Geschichte. Ich finde, das ist das Level, auf dem Politiker unterwegs sein sollten. Was? Den fand ich gerade richtig geil. Nicknack Nixon, Alter. Guter Spitzname auf jeden Fall. War es Jimmy Carter, ja? War eine gute Story einfach. Das, so sollten Politiker unterwegs sein. Ne? Der gute alte Erdnuss. Angst finde ich dann auch schon wieder schlecht. Weißt du? Wieso?
Ah. Also, wir können doch einfach sagen, er hat eine. Hä? Ja, aber er hat sie trotzdem verkauft, damit das gar nicht erst vorkommen kann, dass er befangen ist in der Politik und irgendwelche Entscheidungen trifft zugunsten seiner Erdnussfarm. Das ist halt Dedication. Das war einer von den sehr guten Präsidenten. Ich werfe auch mal Nixon in den Ring. Ja, wegen deinem Nixon, Alter. Auch was, ein guter Wrestlername auch. Let's go. Heißt, er bewirbt eine Firma, damit sie Geld verdient und dann verdient er einfach mit. Win-win, richtig schlau, Mann. Es ist nach wie vor nicht klar, was diese Firma eigentlich macht, ob es nur eine Briefkastenfirma ist oder sie wirklich irgendwas mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, wie sie angibt. Mit involviert waren Schleimfresse Gutenberg und Rechtsextremismus Harry Potter Mars, also der ehemalige Chef des Verfassungsschutzes. Ich finde es ziemlich beunruhigend, dass die Firma halt Kontakte zu Geheimdiensten und Verteidigungsleuten gesucht hat und wir nach wie vor nicht wissen, was die Firma macht. Weil wenn es um künstliche Intelligenz geht, gibt es sehr viele gruselige Aspekte. Macht mir Albträume. Für Amthor selbst gab es da keine Konsequenzen. Er ist nur so ein bisschen untergetaucht, so, hat ein bisschen weniger Interviews gegeben, ist nicht mehr so präsent, so, ne? Deswegen, unser Tipp, habt ihr... Aber er ist ja jetzt in irgendeinem Bundesland CDU-Spitzenkandidat. CDU-CSU-Spitzenkandidat. Ist ja. Das? In irgendeinem Bundesland ist er doch jetzt gerade, ja. Ah, okay. Ein paar Extra-Eier, die müssen auch nicht frisch sein, aber ne, falls er wieder auftaucht, ne, dann... Franz Rieger. Seine Immunität wurde jüngst aufgehoben, weil gegen ihn strafrechtlich ermittelt wird. Upsi. Also das Ganze ist schon ein bisschen länger her, aber ihm wird Steuerhinterziehung vorgeworfen. Also er soll Scheinrechnungen ausgestellt haben, um Geld zu waschen. Außerdem soll er mal zu so einem Bauträger im Privaten gesagt haben, jo, also wenn du überhaupt mal irgendwann wieder bauen willst, dann wir haben da so ein Spendenkonto und wenn da zufällig 60.000 Euro drauf landen, dann könnte man da wieder was machen. Wie selbstverständlich die das abgewickelt haben, hier zu lesen. Bitte Herrn Dr. Rieger 9.950 Euro als Spende Landtagswahlkampf überweisen. Gut, supi, danke, toll, tschüssi, bussi, bussi, kuss. Genau so läuft das mit den Spenden. Lol, Alter. Der hat seinen Mitarbeitern 1.000 Euro Gehalt extra ausgezahlt, also 6 Leuten, damit sie 9.950 Euro, was dann drunter bleibt, überweisen zum Spenden. Digga, aber der verarscht doch seine Mitarbeiter, weil die müssen doch alle noch Steuern zahlen auf die 10.000 Euro. Ja, GG. War das nicht auch so jetzt gerade? Spenden kannst du ja wieder absetzen, ne? Ja. Waldspende auch? Aber nicht jede. Das ist ziemlich schwierig. Zweckgebunden, aber die ist doch so direkt zweckgebunden. Aber ich glaube ja, ich glaube auch Waldspenden. War das nicht gerade bei Spahn mit dem Geschäftsessen für 9.999? Bei wem waren das gewesen? Unter einem bestimmten Betrag, lass es unter 10.000 sein, ja, kannst du doch jede Spende komplett absetzen, egal wofür. Weiß ich nicht. Ist eine Frage. Ja, achso, nee, das war ich weiß nur, eine Aussage, aber war eine Frage. Ja, okay, ich glaube ja, ich weiß ja nur, dass 10.000 diese generell magische Grenze ist. Also ist nicht meldepflichtig drunter, ist nicht sonst irgendwas, aber generell jede Spende absetzen, glaube ich nicht. Weil, also kommt ja auch drauf an, wohin, ne? Ja, bei Parteispenden auch nochmal anders als bei anderen Spenden und so. Ist ja kein Verein, so eine Partei, oder? Naja, ich glaube, ab 10.000 Euro muss man die angeben. Ja, das ist klar. Nee, muss die Partei die angeben. Who knows, Alter, ganz ehrlich. Not me. Okay, als Steuerfachangestellter sage ich dazu, politische Spenden sind voll abziehbar, jedoch auf Jahre verteilt. Okay. Spannend. Okay. Okay, danke. Ein. Impressum. Der Franz weiß, was gut ist. Wie hieß er? Hieß er Franz? Ja, Rieger sogar. Der Rieger ist ein Sieger, würde ich sagen. Lorenz Saphir. Kaffee? Erst einmal, Lorenz ging schon immer gerne campen und dachte sich so, oh Mann, ganz schön schick hier. Ich glaube, hier baue ich ein Ferienhaus. Entschuldigen Sie mal, das ist hier ein Naturschutzgebiet. Das dürfen Sie nicht. Außerdem würden Sie mitten im Schilf bauen. Und dann? Hat das trotzdem gebaut. Yay! Das ist noch so ein Hin und Her, ob das jetzt wirklich legal war und nicht und so. Es ist kompliziert. Unser Naturschutzgebiet ist natürlich auch praktisch zum Jagen. Zufälligerweise ist er auch Hobbyjäger. Und dafür hat er sich vor kurzem eine neue Waffe gekauft und hat vom Verkäufer auch gleich ein bisschen Schießtraining erhalten. Ne? Wo liegt hier das Problem? Nun, es ist nicht die Waffe, sondern der Verkäufer. Der ist nämlich Mitglied der rechtsextremen Prepper-Gruppe Nordkreuz. Das sind so Leute, die für Tag X Waffen sammeln, um dann loszuziehen, um ganz viele wichtige Leute umzubringen, um Deutschland umzustürzen. Richtig sympathische Menschen, ne? Was? Die sich wohl unterhalten haben. Geil ist, wie er sich auch vor der Presse gerechtfertigt hat, von wegen, das ist alles privat und das geht keinen was an. Was? Das war schon sehr nice. Echt jetzt? Aber in Deutschland ist das ja
ist das ja grundsätzlich nicht so kompliziert mit den Naturschutzgebieten, wenn das wenn es politisch wird, ne? Ja. Das ist ja so geil. Zum Beispiel für Stuttgart 21. Da wurde ja, also was mit dem Bahnhof alles nicht stimmt, ist ja eh schon wirklich lustig, aber Stuttgart 21 hat eins der größten Trinkwasserreservate Europas. Und da darfst du halt nicht mal eben so buddeln und so, weil so eine Baustelle kontaminiert halt großflächig extrem. Was hat man also einfach gemacht? Man hat nicht etwa die Lage von Stuttgart 21 angepasst. Nein. Man hat einfach, ne, wenn das hier der Trinkwasserreservat ist, so, hat man einfach gesagt, naja, nee, also das Trinkwasserreservat ist jetzt auch nur noch so. Hat einfach den Bereich verkleinert. Ich verstehe. Richtig Quatsch, Alter. Ey, richtig, ja, richtig genial. So wird's gemacht. So und nicht anders. Da muss sich die Natur beugen. Haben beim Training. But wait! There is more! Lorenz ist Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern. Heißt, er ist Chef der Landespolizei und des Landesverfassungsschutzes. Also die Behörden, die genau gegen Nordkreuz ermitteln. Das ist ja jetzt wenig überraschend. Er behauptet... Ja, ich hatte ja keine Ahnung, wer es ist, ne? Ich habe einmal bei Rewe vom schwarzen Brett gegriffen und so. Ich wurde ja später gebrieft. Die Opposition hat das überprüft und er wurde tatsächlich ein Jahr vorher gebrieft. Also entweder lügt er oder er liest seine Briefings nicht. Auf jeden Fall ist er zurückgetreten und chillt jetzt in seiner Ferienwohnung und ballert Vögel ab oder keine Ahnung, was er macht. Er hat auf jeden Fall eine Waffe. Joachim Pfeiffer. Er ist Sprecher der Union für Wirtschaft und Energy und Shit und so. Außerdem sitzt er gleichzeitig in verschiedenen Beiräten und Aufsichtsräten von Unternehmen aus der Energie. Branche. Wie praktisch. Babam. Für alle, die sich fragen, wo man das nachlesen kann, übrigens die Webseite gerade, das war abgeordnetenwatch.de. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich Werbung für diese tolle Seite machen, die fantastische Arbeit leisten. Geht da gerne mal rauf. Oder Lobby Control. Ja, tolle Seiten. Was ich bei Abgeordnetenwatch auch noch sehr schön finde, die geben euch eine gute Übersicht auch über die Parteien generell und vor allem auch über die Abstimmungen, zum Beispiel im EU-Parlament oder sonstige Gesetzesabstimmungen. Welche Partei hat mit wie vielen Stimmen wofür gestimmt? Ist ein fantastisches Mittel, um sich mal darüber zu informieren, wenn man nicht weiß, was man wählen soll. Oder auch wenn man weiß, was man wählen soll, um mal zu gucken, was macht die Partei eigentlich so? Wofür stehen die denn so ein? Exakt. Tisch. Er setzt sich zum Beispiel für die Entfesselung von Wasserstoff ein. Und gleichzeitig sitzt er im Beirat von Hydroma Inc., einer Wasserstofffirma. So, jetzt kommt aber das Ding. Er hat ein Wahlkreisbüro mit seinen Mitarbeitern. Alles normal. Dann hat er zwei Firmen gegründet. Joachim Pfeiffer Consulting und Maconzo GmbH. Doch dann ist der Zeitung aufgefallen, dass das Wahlbüro und die beiden Firmen dieselbe Telefonnummer haben. Und dieselbe Adresse. Warte mal, benutzt der etwa öffentliche Infrastrukturen für seine Privatunternehmen? Das kann ja nicht sein, das wäre ja illegal. Außerdem untervermietet er sein Büro an den Honorarkonsulat von Montenegro, samt Briefkasten, was? Mit dem er dann auf Geschäftsreise war, also nicht den Briefkasten, in Montenegro, um dort energetisch Energiegespräch zu führen. Sein Anwalt behauptet jetzt so, das mit den Nummern, das stimmt überhaupt nicht, das dürft ihr nicht behaupten, wir verklagen euch. Worauf die Zeit so, also mal ernsthaft. Es wurde uns buchstäblich am Telefon bestätigt, wir haben Screenshots, die das beweisen und wir haben keine andere Nummer für die Firmen gefunden. Yo, entscheidet jetzt, wen von den beiden glaubt ihr, ha? Auf jeden Fall hat er die Gewinne seiner Firmen nicht so richtig angegeben und damit gegen so gängige Transparenzregeln verstoßen. Er ist übrigens nicht zurückgetreten, denn er ist der Meinung, er ist richtig cool. Er ist der beste Mutteranfeuchter der Welt. Weil dass sich Unternehmen politisch engagieren, ist doch geil. Okay, ich glaube, Mutteranfeuchter klingt wie so jemand, der Briefmarken anleckt, beruflich. Das stimmt, aber der macht das für die Mutter, damit die auf die Schrauben draufgehen einfacher. Wow. Das Faszinierende hier ist, dass ihm scheinbar wirklich nicht klar ist, dass er als Politiker unabhängig sein sollte. Wir sehen also, es sind nicht nur die Taten, sondern auch die Mentalität dahinter, die das Ganze so richtig ekelhaft abwürzt. Außerdem steht er in Verdacht, in der ganzen Aserbaidschan-Affäre drin zu stecken. Und was damit auf sich hat, das erzählt euch Rick nach einer kurzen Unterbrechung. Jetzt Aserbaidschan ist wie die Türkei. Behauptet eine Demokratie zu sein, ist es aber nicht. Behauptet Pressefreiheit zu haben. Hat sie aber nicht. Behauptet sich an Menschenrechte zu halten, tut's aber nicht. Was waren die Ranglistenplatz? Das muss ich gerade mal gucken, habe ich gerade nicht rechtzeitig gesehen. Was, sorry? Jetzt Aserbaidschan ist wie die Türkei. Behauptet eine Demokratie zu sein, ist es aber nicht. Behauptet Pressefreiheit zu haben, hat sie aber nicht. Oh, eher abgeschlagen.
aber ist ja auf der Rangliste der Pressefreiheit. Also ist da Pressefreiheit dabei? Es gibt sowas Ähnliches wie Pressefreiheit. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Und ich behauptet, sich an Menschenrechte zu halten, tut's aber nicht. Also, die sind bekannt dafür, wenn jemand öffentlich sagt, yo, ich find's hier scheiße, dann verschwindet der so. Ne? Kennen wir. Versteht schon. Das Ding ist, die wollen halt gerne in die EU, weil das ist geil. Da wollen alle rein. Also die Briten, die sind bekloppt. Deshalb wollen sie ja halt die Image aufpolieren. Deswegen haben sie gefragt, yo, wir haben ja eine Menge Cash, so, wir hatten Bock, so, Politiker zuerst, bitte. Karin Strenz. Sie ist einerseits aufgefallen, weil die so eine Firma gegründet hat. Ich meine, das hat sie dann auf ihren Mann überschrieben, weil, ne, da muss sie es nicht angeben, weil es ist eine schlaue Frau, ne. Und die Firma hat irgendwie was mit Aserbaidschan zu tun. Dann hat sie als einzige Deutsche im Europaparlament dagegen gestimmt, Aserbaidschan zu verpflichten, politische Gefangene freizulassen. Ey, cool. Die hat Eier. Krass. Und die war auch bei denen im Staatsfernsehen und meinte so, yo, eure Wahl? Richtig nice, Mann, geil. Obwohl halt so europäische Wahlbeobachter meinten so, nee. Das hat sich dann eine unabhängige Korruptionsstelle der EU angeguckt und denen ist aufgefallen so, yo, da floss Geld und sie ist ja gar nicht so unabhängig, hat aber bei Aserbaidschan Sachen und irgendwie so, Lady, raus mit dir. Also die hat buchstäblich Hausverbot, lebenslang ein Hausverbot im Europarat bekommen. Die ist dann einfach wieder in den Bundesrat. Alter. Können wir das ganz kurz sacken lassen? Das kann sich doch kein Mensch ausdenken, sowas. Wirklich nicht. Ja, aber das Schöne ist ja, was mit ihr weiter passiert ist. Du musst den Satz tatsächlich noch mal kurz zu Ende genießen. Ja, ich gehe mal noch mal ganz kurz zurück, dass sie noch mal in seiner ganzen Länge genießen kann. Lebenslang ein Hausverbot im Europarat bekommt. Die ist dann einfach wieder in den Bundestag. War dann da wieder abgerundet. Das ist völlig normal, dass sie ein Hausverbot im Europarat hat und einfach in den Bundestag geht. Geil. Kannst du nicht einfach gute Politiker verbrennen und wegschmeißen. Und hier geht es um keine kleine Sache. Im Januar 2020 war dann die Polizei so... FBI, open up! Oh, nice. Und hat 16 Wohnungen und Räume. Übrigens, dieses FBI Open Up Meme in seiner gesamten Länge ist so lustig. Ja. So lustig. Hey, da anfangen so umzufallen und hinzufallen. Ja, die sind einfach nur völlig am Rumblödeln. Ist mega gut. In Bayern, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern. Die Jungs haben übrigens nicht aufgepasst, neulich bei unserem Livestream, als wir aus 16 Bundesländern 8 gemacht haben. Das ist nicht mehr Mecklenburg-Vorpommern. Was war das gewesen? Mecklenburg? Weiß ich doch nicht mehr, womit wir Mecklenburg. Weiß das noch einer am Chat? Alter, wir hatten das gemerged wurde. War das nicht Mecklenburg-Hamburg oder so? Nein, wir hatten so einen richtig geilen Namen für MacPom gehabt. Der war richtig gut. Ich weiß es nicht mehr, was es war. Vielleicht ändert sich jemand. Die Ermittlungen dazu laufen also noch. Sie ist übrigens nicht mehr im Bundestag, denn sie ist tot. Sie ist buchstäblich diese Woche, wo wir dieses Video aufnehmen, im Rückflug von Kuba, weil sie war privat in Kuba. Und ja, das war's. Mecklenburg-Burg, weil wir Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg zusammengelegt haben, war das Mecklenburg-Burg. Finde ich immer noch nicht richtig lustig. Ich bin so dafür, dass wir 8 Bundesländer machen jetzt. Mecklenburg-Burg, let's go. Es war rum und wie sie gestorben ist, das merkt man. Aber es gab auf jeden Fall weitere Namen. Wie Edward Lindner. Er gilt als Schlüsselfigur in dieser ganzen Affäre. He is the key to the door. Was heißt ein Schloss im Englisch? Lock. Ha! Aufgefallen ist, dass zum Beispiel, als er eine Delegation zur Wahlbeobachtung in Aserbaidschan gegründet hat. Entschuldigung, wir haben wohl einen wichtigen Teil verpasst. Ich spule nochmal zurück. My bad. Sorry. Oh, was? Ja, die ist tot. Was? Okay. Hat 16 Wohnungen und Räumlichkeiten untersucht. In Bayern, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, MacPom. Und Belgien. Die Ermittlungen dazu laufen also noch. Und sie ist übrigens nicht mehr im Bundestag, denn sie ist tot. Sie ist buchstäblich diese Woche, wo wir dieses Video aufnehmen, glaube ich, gestorben. Im Rückflug von Kuba, weil sie war privat in Kuba. Ach, das war und das. Keiner weiß, warum und wie sie gestorben ist. Ist merkwürdig. Aber es gab auf jeden Fall weitere Namen. Wie Edward Lindner. Er gilt als Schlüsselfigur in dieser ganzen Affäre. He is the key to the... Was heißt ein Schloss im Englisch? Lock. Ha! Aufgefallen ist, dass zum Beispiel, als er eine Delegation zur Wahlbeobachtung in Aserbaidschan gegründet hat, die zu dem Fazit kam, yo, eure Wahl, das ist ey, geil, ey, richtig, ey, ich kann am liebsten sowas auch hier in Deutschland, so, ey, weißt du, so richtige Demokratie, nicht so eine scheiß Merkel-Diktatur. Also, der Präsident ist seit 2003 im Amt, und zwar nachdem er seinen Vater abgelöst hat. Er hatte mal so Wahlergebnisse von über 70%, so teilweise 85% und sowas, ne? Kennt man, ne? Der ist halt richtig beliebt, so. Hä? Auf jeden Fall ist Edward Chef der Gesellschaft zur Förderung der deutsch-aserbaidschanischen Beziehung. Geiler Name. Über diese Firma liefen Millionen von Euros, die von dubiosen Briefkastenfirmen stammen. Und dieses Geld floss dann irgendwie zu Bundestagsabgeordneten. Und da haben halt natürlich so ein paar gefragt, so, jo, was soll denn das? Darauf war ja so, gar nichts, nicht mal. Und den ganzen Untersuchungen dazu
haben noch mehr Namen auf. Marc Hauptmann, der hat so eine Zeitschrift, Südthüringer Kurier oder so, die kommt vierteljährlich raus. Und da gab es halt Werbeanzeigen für Baku, von wegen Reis nach Baku, ist geil. Da sind fast 17.000 für bekommen und es wird halt untersucht, ob da vielleicht halt irgendwie so, weißt du, ob da ein bisschen... Die Sache ist, die man sich ja vor Augen führen muss, ne? Als Politiker hast du ja nun mal das Ding, dass du die Möglichkeiten hast, diese ja, Verstrickungen, diese Irrungen und Wirrungen da zu nutzen. Und ich bin der Letzte, der sagt, würde ich nicht machen. Denn würde ich auch machen. Und ich bin auch der Meinung, kann jeder machen. Was er eben so mit seinem, weil, was er so mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Warum sollte ich denn nicht zum Beispiel fürs Umweltministerium arbeiten, im Bundestag sitzen und Firmenbeteiligungen haben an Firmen, die sich für regenerative Energien einsetzen und so? Warum nicht? Fair enough, ja. Ich finde, das sollte jeder nach seiner Fasson tun dürfen. Das Problem ist, sie machen es auch und du weißt es nicht. Und der einzige Knackpunkt bei dem Ding ist, du weißt es nicht. Ja. Das muss 100% transparent sein. Und meiner Meinung nach ist ein bisschen drastisch, ist mir schon klar. Aber ich meine, eigentlich sind sie ja Staatsdiener, damit verbeamtet. Das heißt, ihre Besoldungsstufe, das, was sie verdienen, ist eh für jeden nachvollziehbar, auf dem Cent genau. Meiner Meinung nach sollten Politiker ihre Einnahmen komplett veröffentlichen. Ja, bin ich. Ihre Jahreseinnahmen bei dir. Sollten sie meiner Meinung nach 100% transparent veröffentlichen. Ja. Für jeden nachvollziehbar. Und ich finde tatsächlich, es darf der Status bzw. die Position nicht ausgenutzt werden, um bestimmte Dinge zum, also jetzt wie bei, was Spahn vorgeworfen wird, dass er sich Kredite bei irgendeiner Sparkasse geholt hat über seine, ja, solche Geschichten finde ich immer noch fragwürdig, aber das hat auch mit dem nichts zu tun, was du gesagt hast. Doch, das hat sehr viel mit dem zu tun. Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin beteiligt an einer Firma, die sich für die sich mit dem Thema regenerative Energien beschäftigt, ja, da habe ich Firmenbeteiligungen dran. Ich verdiene, wenn diese Firma verdient. Mhm. Und dann führe ich zum Beispiel wieder ein und sage, natürlich geben wir wieder staatliche Subventionen für Solarpaneele auf Dächern von neu gebauten Häusern und so. Dann mache ich das in erster Linie, weil ich als Minister oder was auch immer, der dafür verantwortlich ist, möchte, dass die Menschen mehr in regenerative Energien investieren und wir Alternativen zu herkömmlicher Energiegewinnung haben. Ist aber gleichzeitig für mich der Vorteil, weil ich an Firmen beteiligt bin, die genau damit Geld verdienen. Ja, aber du darfst es dann nicht nur für die eine Firma machen, an der natürlich, du beteiligt bist. Natürlich nicht nur für die eine Firma, ja, aber ich tue es halt für die Branche. Das heißt, ja, du darfst halt nicht davon ausgehen, dass dann jeder, der für eine Branche, bei der er beteiligt ist, etwas tut, dass das gleich was mit Korruption zu tun hat. Aber das alles lässt sich ja wirklich aushebeln, wenn man sagt, die müssen genau sagen, wie viel sie von wem einfach an Kohle bekommen. Fertig. Ja, das stimmt schon, aber manchmal ist es dann ja auch schon zu spät. Also der Punkt von Olli, den verstehe ich ja, weil wenn sie halt sagen, jo, ich bin beteiligt an Solar XY, ja, die aber die schlechtesten Solaranlagen herstellen. Oder gar keine. Ja, das ist ja Marktwirtschaft. Ja, genau, aber dann halt als Abgeordneter die Macht zu nutzen und zu sagen, das politische Ausschreiben geht dahin, dann wäre es halt Kacke. Ja, aber das tust du doch ab dem Zeitpunkt nicht mehr, wo du per Gesetz gezwungen bist, mit allen Konsequenzen das offenzulegen. Ja, ich weiß es nicht. Weil dich ja jeder anguckt und sagt, das ist ja eigentlich komplett bescheuert. Da muss es aber nach wie vor auch Gremien geben, die das prüfen. 20 Millionen in die Türkei. Also da muss es nach wie vor geprüft werden, weil ich hätte sonst Sorge, wenn es offengelegt wird, dass dann keiner sich mehr dafür interessiert. Das ist immer einsehbar für jeden. Mhm. Da keine Kommission, die das prüft. Jeder sieht's. Jeder Bürger, jeder Kollege, absolut jeder. Und du brauchst noch nicht denken, dass im politischen Berlin die nicht wissen, was ihr Banknachbar da irgendwie am Mauscheln ist. Und wenn das Ganze dann auch öffentlich für die komplette Bevölkerung nachvollziehbar ist, dann wird das ja Diskussionsthema. Und dann erledigen sich solche Mauscheleien ja von ganz alleine, weil du dich angreifbar machst wie Sau auf deinem politischen Karriereweg. Ich finde übrigens die Vorschläge, die unser Chat die ganze Zeit postet, super. Ja, es gab die Ideen, so Sponsorentrikots zu tragen, finde ich auch nach wie vor cool. Ich finde aber hier, Baby Raptor Nana sagt nämlich Sponsoren-Tattoos. Ja. Nicht noch besser. Ja, das ist schwierig. Das können ja immer, also, das, weißt du, die wechseln ja auch. Ja, musst du dich halt gut, musst du gut aussuchen, deine Partner. Finde ich schwierig.
ist aber auch schön, dass wir jetzt so diskutieren, als wäre es legit ein Ding. Ja. Ja. Das war's bei dem Typen. Ups, das war's wohl doch nicht. Der Marc hat so ein paar Masken im Wert von 7,5 Millionen Euro vermittelt und hat dafür eine Provision von 1 Million verlangt. Kann man sich mal so gegenrechnen. Das ist schon ordentlich happig vom Kuchen. Auf jeden Fall wird anscheinend deshalb gegen ihn ermittelt. Weniger wegen der Aserbaidschan-Sache. Axel Fischer, der sagt, dass die Vorwürfe der Bestechlichkeit haltlos zurückgewiesen werden. Da gucken wir doch mal, was der so gemacht hat. I love it. Oh. 2012 hat er zum Beispiel im Interesse von Aserbaidschan gestimmt, was die Definition von politischen Gefangenen verändert hat. Schon wieder Aserbaidschan. Du hast keine politischen Gefangenen. Ja, ja, die Definition die anders ist riesig. Das sind das halt halbfreiwillige Adoptivkinder. Es ist fucking genial. 2013 Zicker, gratulierte er dann zu einer fairen und transparenten Wahl. Die war so fair und so transparent, dass das Ergebnis ein paar Tage vorher schon veröffentlicht wurde. So aus Versehen. Also die haben dann irgendwie gesagt, so, ne, das war was anderes. Aber es blieb dann irgendwie so bei 75% Zustimmung. Das, ja, ne? Oh, warte mal, die Aufklärung dazu. Da kannst du dich als, bei solchen Wahlen kannst du dich auch wirklich nur noch Partei der Hoffnung nennen, ne? Da geht auch nichts anderes mehr. Gerechtigkeitspartei und Partei der Hoffnung. Da weißt du auf jeden Fall, die versuchen, Messages nach außen zu bringen, indem sie ihre Parteien einfach so nennen. Hilfe, ja, ja. Die Wahlen sind manipuliert, Partei. Ich finde aber demokratische Partei als schlechtestes, abgeschlossen auch ein Zeichen. Nationale Wiedergeburtsbewegung. Digga, was geht da denn ab, Alter? Ja, das war wahrscheinlich einfach durch den Google Translator durchgehauen, wie die Partei heißt. Krass, Mann. Und die Demokratische Partei 0,62%. Okay. Cent Zustimmung. Ja, ne? Die Aufklärung dazu hat er wohl gebremst, sagt Wikipedia. Und Wikipedia weiß alles. Er sagt, er hat kein Geld bekommen. Er hat einfach so aus Spaß den Diktator unterstützt. Also so hat er es nicht formuliert, aber das muss man sich mal, das muss man sich auf das Hunger gehen lassen. Das macht es nicht besser. Das ist so, als würdest du sagen, nein, ich habe die Nazis nicht unterstützt, weil ich in meinem Leben gefürchtet habe, wenn ich öffentlich sage, dass ich scheiße finde. Ich habe da ganz freiwillig mitgemacht. Olaf Guttingen. Hier ist zu sehen mit seinem aserbaidschanischen Igel. Das ist auch Präsident und so. Er feiert das Land zum Beispiel wegen... Die lange demokratische Historie. Dass sie ja schon jetzt seit 100 Jahren auch Demokratie und Digga, das Lachen, was er im Gesicht hat dabei, oder? Wie offensichtlich das ist. Ich finde das immer wieder so krass. Du siehst ihm an, dass er das selber lustig findet. Das ist völlig normal. So, also. Vor allen Dingen, wenn kein Geld floss, ne? Dann ist es noch besser. Viel besser. Thomas Bareis ist auffällig geworden, weil er wohl bei der Firma für Beatmungsgeräte angerufen hat und war so: Yo, ey, liefert mal schneller an Aserbaidschan. Das sind meine Homies, Alter. Ich will auch, dass meine Homies bleiben, weil sonst gibt's Schläge. Die Firma behauptet jetzt allerdings, dass es nicht passiert ist und dass alles cool ist und so, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall wird gegen den ermittelt. Das denken wir uns nicht aus. Wie dieses Gespräch. Das haben wir offensichtlich selbst nicht gehört. Das nennt sich Satire. Wusstet ihr? Das ist nice. Also merkt euch, Aserbaidschan kann bestimmt ein cooles Land sein mit cooler Natur und coolen Leuten und cooler Kultur, wird aber von einem Diktator unterdrückt und es ist absolut nicht cool, egal ob Geld floss oder nicht, dass CDU und CSU-Politiker das halt unterstützen und den Diktator feiern. Ist nicht cool. Schämt euch. Ihre Mütter, die wären traurig, die würden weinen. Aber jetzt kommen wir endlich zu dem, wovon die meisten wahrscheinlich viel mitbekommen haben, diesen Pandemie-Ausrüstungs-Shit, Masken und so. Armin Laschet. Ja, der Chef der CDU und vermutlicher Kanzlerkandidat wird... Never. Ich wette jetzt hier, an dieser Stelle, mit euch, ich haue, weiß ich nicht, ich haue 50 Geschenksubs raus auf diesem Channel, wenn Armin Laschet tatsächlich Kanzler wird. Ach, Kanzler? Ja. Armin Laschet, Alter, nein. Das ist so ein Äffchen, Mann. Das ist so ein geflügeltes Äffchen, Junge. Armin Laschet ist der menschgewordene 0% Fett-Naturjoghurt, Alter. So spannend ist Armin Laschet, Mann. We will see, aber ich wette, ihr könnt mich gerne zitieren, macht einen Clip, was auch immer. Wenn es nicht der Söder wird für die Bundestagswahl 2021. Und das hier, dieser Verschnitt von einem Jan Böhmermann und einem Ryan Gosling, das ist sein Sohn. Der ist Model und der Influencer. Und hat Kontakte zum Modelabel Van Laak. Und dann hat er seinem Papi den Kontakt weitergeleitet, was dazu führte, dass Nordrhein-Westfalen Schutzausrüstung im Wert von 38,5 Millionen Dollar gekauft hat. Euro. Euro. Normalerweise gibt es für so öffentliche Aufträge Ausschreibungen.
Ausschreibungen, wo sich dann Unternehmen melden können und dann wird halt darunter der beste, preisgünstigste ausgewählt. Ja, gab's aber nicht und deswegen riecht das Ganze so ein bisschen nach Vetternwirtschaft. Alfred Sauter und Georg Fettheit. Nun, die Immunität von den beiden wurde aufgezaubert und daraufhin deren Häuser geraidet, denn sie stehen im Verdacht, blöde Kackbratzen zu sein, weil die ja so einen ziemlich krassen Maskendeal mit drei weiteren Leuten eingefädelt haben. Das ist haha, reingeschaut. So eine dicke Fuhre aus China hier nach... Falsch. Da möchte ich mal gerne der Stelle ganz kurz darüber reden. So rum geht nicht, ne? Ja. Geht nicht. Ja. Das ist Einzige, was gilt. Ja, richtig. Ich wollte eigentlich gerade einen Finger reinstecken, aber geht nicht. Ne? Aber geht nicht. Reaktion, weißt du, Reaktion. Europa kommt, dann verteilt wird. Und da ging es um ein bisschen Geld. Die Provision waren nämlich so 5 bis 6 Millionen Euro, die dann gleichmäßig auf die Leute verteilt werden sollten. Auf die 5. Schade allerdings, es wurde gar nicht richtig ausgezahlt, weil zwischendurch das Ganze ans Licht gekommen. Fuck. Also während alle so mit der Pandemie kämpfen und Menschen sterben, haben die Leute sich gedacht, ach, bereichern wir uns mal an dem Elend. Aber halt, ihr denkt euch, ey, die können ja nicht noch unsympathischer werden. Ha, um den Ruf ihrer Partei nicht zu schädigen, sind die da ausgetreten. Für ihre Homies, da sind die natürlich direkt am Start. Das ist ein Symbol, das ist jetzt CDU-Symbol. Aber ihre Mandate, die haben sie behalten. Verantwortung für das ist Taten so absurd, ne? Dass sie ihre Mandate nicht auch gleich abgetreten haben, damit sie ihre scheiß Renten noch kassieren. Na klar. Da mach ich wirklich. Volk übernehmen. Sauter ist weiter im Bayerischen Landtag und Nüsslein ist weiterhin kleines Nüsslein, aber im Bundestag. Nikolas Löbel. Ähnliche Geschichte. Lol, Alter, der sah aus wie Inscope. Vielleicht ist das ja. Der hat den Kontakt hergestellt zwischen dem Maskenlieferanten und einem Privatunternehmen und dafür hat er 250.000 Euro Provision bekommen. Ihm muss man wenigstens zugutehalten, er hat sein Mandat weggeschmissen, an die Wand geklatscht. Das ist weggerannt. Und zu guter Letzt Monika Hohlmeier. Frau Hohlmeier hat von ihrer dicken Freundin, sie ist nicht dick, sie ist nur eine Freundin, so einen richtig fetten Deal angeboten bekommen, den sie doch bitte an Jensi Boy weiterleitet. Weil ihr braucht ja Masken, oder? Es wurden daraufhin Masken im Wert von 350 Millionen Euro eingekauft. Zum überteuerten Stückpreis ohne Zertifikat. Und dieser Deal ist nicht in der EU-Datenbank für öffentliche Aufträge aufgetaucht. Aber es scheint ja richtig viel Kohle da zu sein und die kann man doch auch richtig schön für neue Impfstoffe ausgeben, ne? Ne? Die Reaktion der Union. Leute, alles in Ordnung. Das waren alles nur Einzelfälle. Ein paar viele Einzelfälle, aber Einzelfälle. Außerdem haben jetzt alle eine Ehrenerklärung unterschrieben, ne? Diese Ehrenerklärung, Alter. Ich meine, es war vorher schon illegal und es ist immer noch illegal. Alter, aber jetzt haben wir unterschrieben, dass wir es nicht machen. Also, alles wäre gut. Ihr wählt uns im September? Ja? Und es wird noch schlimmer. Ich meine, erstmal, was ist das denn für eine abgehobene Scheiße? Was ist das für eine Mentalität? Sie wollten dann, dass die SPD das auch unterschreibt. Worauf die SPD war, so von wegen, Alter. Nein, wir spielen bei euren Spielen nicht mit. Worauf Thorsten Frei meinte, Wahlkampf mit einem Thema zu machen, das dazu geeignet ist, das Vertrauen der Bürger im demokratischen Prozess zu beeinträchtigen, gleicht einem Spiel mit dem Feuer. Mit anderen Worten, sie kacken die SPD darauf an, dass sie ihre korrupten Taten publik machen. So nach dem Motto, ja, wir sind vielleicht korrupt, aber wenn die Bürger das ja nicht mitkriegen, dann würde das ja nicht das Vertrauen in die Politik untermauern. Genial. Das ist eine Logik, ne? Das ist ja kein Verbrechen, wenn es niemand mitkriegt. Ernsthaft? Außerdem wollen sie es ja so hinstellen, als wäre es kein strukturelles Problem. Das Ding ist, wir haben jetzt seit, 16 Jahren die CDU an der Macht? Und seit Ewigkeiten verhindern sie effektiv, dass es mehr Transparenz beim Thema Lobbyismus gibt. Also, sie sorgen dafür, dass es weiterhin diese... Im Übrigen sei an der Stelle nochmal abgeordnetenwatch.de empfohlen. Da kann man das nämlich regelmäßig sehen, wenn die Abstimmungen kommen dazu. Erst kürzlich wieder passiert, wer fleißig dagegen stimmt. Komischerweise sind das die, die die Politiker mit dem meisten Nebenverdienst haben. Seltsam. Diese Strukturen gibt, die das Ganze ja ermöglichen. Vielleicht ist es jetzt nicht so, dass die Leute zu Mama Merkel hingehen und sie verteilen, du machst hier Korruption, du machst da, du gehst zur Arbeit, Nee. Sie verhindern einfach nur, dass es aufgedeckt wird und öffentlich wird. Also, das erinnert mich wie an dieses Ding mit der Kirche und den Kindern. Das ist auch ein C. Nur weil ihr nicht davon wusstet, heißt es nicht, dass ihr nicht an den Strukturen dran beteiligt seid. Und es passiert ja gerade noch einiges. Also, vielleicht kommt nächste Woche Teil 2. Wer weiß? Kein Teil 2, aber Nachtrag zum Lobbyregister. CDU und SPD haben sich auf eins geeinigt. Da müssen sich jetzt Interessenvertreter eintragen. Und wenn es da irgendwie nicht gemacht wird, dann gibt es fette Geldstrafe und ein Hausverbot. Aber
Ausgenommen davon sind Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, politische Stiftungen und Kirchen- und Religionsgemeinschaften. Na, sowas. Mit anderen Worten, es gibt eine dicke, fette Hintertür. Und wenn es eine dicke, fette Hintertür gibt, dann wird die auch genutzt. Weil es klingt jetzt nicht so kompliziert, einen Arbeitgeberverband zu gründen, um dann das halt wieder nicht machen zu müssen. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, wir haben ja nicht mal Scheuer eingebaut. Was? Ja, Scheuer ist nicht in diesem Video drin gewesen? Ja. Was? Aber wir haben zu anderen Politikern schon Videos gemacht, ne? Also. Aha. Jensi Spahn zum Beispiel. Oder Klöckner, ne? Also. Sehr schön. Daniela Videos. Ludwig. Ja. Sind alle Daniela dabei. Ludwig, Alter. Ricks persönliche Medusa. Ja, das stimmt. Aber alle, die sie aufgezählt haben, alles ganz spezielle Freunde. Ja, auch, auch die Klöckner. Ja. Ganz spezielle Freunde. Auch tolle Videos jeweils. Also, Leute, Support und Liebe an die Space Rocks. Checkt die auch gerne mal aus. Ich frage mich, was ich nicht glaube. Auch immer wieder mein Lieblings seit September sind Wahlen, Freunde. Ja, das stimmt. Ich frage mich ja immer wieder, ob wir einfach aktuell die unfähigste Politikerriege aller Zeiten haben oder tatsächlich noch nie so viel Aufmerksamkeit darauf gab. Nee, ich glaube, die waren schon immer kacke. Ja. Okay, also Punkt B. Es gab noch nie so viel Aufmerksamkeit darauf. Ja. Kann natürlich durchaus sein. Freunde, wir freuen uns auch auf Aufmerksamkeit, nämlich eure. Unter unseren Videos, in unseren Videos, auf den Daumen, die nach oben zeigen, auf der Glocke, überall. Die Leuten. Wir gründen jetzt einen Arbeitgeberverband. Tschüss.